Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Bravely Second and Leia. Wir sind ja jetzt hier auf dem Weg nochmal zum schwarzen Drachen, oder war es der, nee, es war der blaue Drache. Und ja, nichts gewagt. Wir wissen ja, der Bär macht sich wahrscheinlich selbst an dem ganzen Sach fertig. Und ansonsten, wir müssen den jetzt hier nochmal angehen. Jetzt muss ich aber nur gucken, dass ich das hier schnell genug hinter mich bringe. Okay. Oder wir haben ein Echo. Ein Riesenecho, das uns das Ganze abnimmt. Da hat Tiss wieder das Level erreicht. Und wir müssen natürlich gucken, ob wir in der Ausrüstung. Gerade bei ihr habe ich jetzt meine Erdungsrune reingemacht, damit sie gegen diese Lähmung immun ist. Der Stab. So, jetzt müssen wir erstmal. Jetzt kann ich nur hoffen, dass wir schnell zu unserem. Zu der Kiste durchkommen. Und nicht so viele Gegner haben. Ja, der Gegner war ja schon ein bisschen happiger, wenn man so will. Ja, den Grizzlybären würde ich immer noch gern untersuchen. So, und das kriegt immer noch einen Hammer ab. Ja, genau, das. Ja, der Bär macht sich daran selber fertig. Okay, nee, wir haben ihn jetzt sogar wirklich identifiziert. Das ist doch mal sehr gut. Muss ich aber so erstmal die Weihe vollständig und dann Nächstenliebe für you. So. Dann können wir hier vielleicht mit der Verzweiflung, oder? So, agieren, das dürfte ja irgendwie passen. Da die Nächstenliebe und er kann ja versuchen, ob er nochmal die Fledermaus vorher wegkriegt. Ja, logischerweise wird der Bär dann erledigt. Aber wir haben jetzt die Information, beziehungsweise wir haben jetzt die Untersuchung. Also können wir damit leben. Ah, verdammt, ich hätte so machen sollen gleich. Kostet mich weniger Mana, da ich ja nur einmal den Spruch casten muss. Und da ist die letzte Kiste. So. Da kriegen wir Excalibur 3, ein Dolch. Und wir sind in der Falle. Beziehungsweise er holt uns die Falle. So, dann machen wir erstmal nichts gewagt. Halt, Moment. Ich mag immer gerne eine Identifizierung haben. Was haben wir hier noch? Ach ne, du verteidigst dich erstmal. Perfekt. Also sie hat es überlebt, das ist schon mal was. Und ja, die Weihe. Dann kann er schon mal anfangen mit Schaden austeilen. So. So ist es natürlich gut. Okay. Also, wir sind hier Verteidigung. Und was können wir hier eigentlich machen? Nee. Mal sehen, ob das so funktioniert. Okay, also die Wasserschwächung geht stopp, ist nicht weggegangen. Da muss sie das tilgen. So, dann kann er nichts gewagt machen. Sie kann sich weiter verteidigen.
sie kann Nächstenliebe machen, damit Yu wieder Mana hat, der sich weiter verteidigt. So, jetzt wurde niemand eingefroren. Das passt schon mal. So, dann Bollwerk. Tilgen wir mal Edea und versuchen es mit einem Beleben. Und er verteidigt sich weiter. Ja, einfrierende Augen. Okay, also nichts gewagt. Verteidigung. Muss so bleiben. Und jetzt kommt's. Erstmal ein Special Donner Keil. Dann können wir wahrscheinlich mit Blitzra Hammer schon genug Schaden verursachen. Warum ist die jetzt warum sind die jetzt alle eingefroren? Moment. Wie kann ich die davon heilen? Halt verschiedene Statuseffekte. Furcht, Schlaf, Stille, Blindheit, Vergiftung. Nee. Ich hab nichts. Aber ich dachte, Magnolia ist jetzt immun. Okay, also Moment. Das ist auf jeden Fall nichts gewagt. Und ich dachte, sie ist immun. Aber machen wir mal das. Okay, das durfte auf jeden Fall genügend Schaden machen. Ja, nee, nicht so viel, aber es ist auf jeden Fall ein bisschen Schaden. Dann das Bollwerk. Dann sich selbst tilgend. Das ist natürlich wieder mal sehr fair. So, ausrüsten. Nehmen wir den. Und. Okay, dann eben. So. Also Fähigkeiten. So. Und sie kann mal Ruhe casten. Wir können uns jetzt erholen, indem wir Ruhe casten. Moment, bei ihm haben wir ja gesagt Genesung. Sie verteidigt sich und sie castet nochmal Ruhe. Ruhe ist zumindest perfekt, um sich zu erholen. Weil wir keinerlei Schaden erhalten. So, dann können wir mal Objekt wieder. Wo hat er S drin? Da. 192. So. Bollwerk drauf, noch einmal Ruhe. Und hier ist ein Widger Nebel. So, erstmal nochmal Ruhe, weil. Oh nein, das ist ein schlechtes Echo. Noch ein vierfaches, fünffaches Echo. Okay, Bollwerk haben wir drauf. Dann verteidige dich.
Also, dann verteidige dich auch mal. So. Und das hast du ja letztes Mal nicht zu durchziehen können. Okay, das Gute ist, dieser Blick ist auf jeden Fall auch für uns gut. Für die Soße. So, gleich mal Bollwerk wieder. Und die Tilgung. Perfekt. Das Bollwerk gleich wieder hoch. Ich tippe mal, dass jetzt sowas kommt. Und jetzt müsste der Blick kommen. Das wäre gut, weil dann kriegt er nämlich noch Schaden. Nee, der Biss. Moment, ich habe kein Bollwerk mehr drauf. Dann Bollwerk. Beleben. Natürlich kommt immer wieder was anderes. So, jetzt aber verteidige dich und wir tilgen das mal bei ihr aus. Natürlich, und er kriegt's. Jetzt habe ich keinen Zauber, mit dem ich mich verteidigen kann. Das wäre natürlich ein Engel, Nebel, gut. Genau deswegen. So, Ruhe. So. So, Carsten. Okay, nichts gewagt. Verteidigen, weil und so, Blitz haben wir. Mein Gott, das ist ein heftiger Gegner. Das Problem ist dieser zusätzliche Statuseffekt, den er hatte, den man nicht verhindern kann. Also, jetzt müssen wir erstmal zwei Sachen machen. Erstens Ruhe. Zweitens Tilgung. So. Und er kann weiter den Hammer machen. Achso, ja, verdammt. Ruhe. Darf ich nicht vergessen. Okay, dann den Osmosehammer. Nichts gewagt. Verteidigung. Okay, die sollte jetzt kein zweiter Atem kommen. So, dann verteidige dich. Moment, Ruhe. Und Verteidigung. Perfekt. Also. Normalerweise sollte ja kein
sollte ja nicht so viel kommen, aber naja. Wir wissen ja, dass der Gegner jetzt nicht unbedingt auf der Schiene fährt. Machen wir mal wieder einen Sicherheitsnebel. Da, Engel, Nebel. Trotzdem, ein Sicherheitsnebel kann nicht schaden. So. Donnerkeil und das dürfte. Ja, das dürfte auf jeden Fall 200.000 Schaden machen. Oder? 20.000. 200.000 wäre etwas viel. So, ich bin geneigt hier vielleicht sogar auf. Moment, da muss ich kurz mal gucken. Was ist der. Start ist Bravely Second. Okay. Weil ich hier gerade das Gefühl habe, dass wir hier ein bisschen was tilgen müssen. So. Bollwerk haben wir keins aktiv. Dann holen wir uns aber weiterhin aus. So. Wir machen hier nochmal eine Ruhe, aber du machst ein Widgar. So. Gut. So. Perfekt. Okay, jetzt ist er eins hinterher. Das bedeutet, wir können zwei Dinge machen. Erstens tilgen wir Idee an. Zweitens heilen wir alle. Und drittens kann er hier ein paar Objekte schlucken. Zwei. Okay, Bollwerk und einen Osmosehammer auf ihn. Das ist natürlich jetzt ungünstig. Nicht Nächstenliebe, sondern Wiederbeleben. Die ist aktuell wichtiger. So. Perfekt. Wiederbeleben vor Bollwerk, bevor und nach seiner Aktion. Das ist genau so, wie ich es wollte. So, Tilgung und ein Osmosehammer, das ist. Okay. Verteidige dich und noch mehr aus Mosehämmer. Nein, die funktioniert das auch mal. So, dann vor die Säule. Wobei ich mache hier lieber eine Ruhe zur Sicherheit. Weil wenn der wieder zwei Arten hintereinander macht, dann ist er wieder quietschfidel.
So. Wir haben ein Bollwerk gerade draußen. So. Blitzger Hammer. Na, wenigstens kommt jetzt endlich mal wieder Schaden rüber. Das passt doch endlich perfekt. Jetzt mal ein Echo. Hallo. Das ist natürlich wieder mal ungünstig, dass kein Echo kommt. Und er greift weiter an. Das ist... Haben wir jetzt Bollwerk drauf? Ja, haben wir. Wir verteidigen uns mit einer Weihe. So. Komm, das sind nur noch 40.000. Ich weiß, dass er es auch will. So. Perfekt. Okay, jetzt muss er sich wieder verteidigen. Und er braucht wieder Mana. Das ist so ein... Das ist so seltsam. Und die regenerieren sich nicht. Was ist eigentlich genau, was ist mit ihm los? Er macht ja gar nichts. Jetzt komm, dann erledige ihn wenigstens jetzt. Echo, Echo, Echo. So. So. Jetzt komm. Okay. Bollwerk. Tilgung. Der Konter ist schon mal gut. 15.000 sind's noch. Ja, komm. Perfekt. So. Jetzt. Hammer und. Das müsste doch lang. Wenn er jetzt durchdreht, also plötzlich die Verteidigung erhöht, dann müsste das lang. Und wir haben ein Echo. Endlich. Endlich haben wir ein Echo. Perfekt. Oh, endlich. Magnolia hat ein Level, Hugh hat ein Level und sogar Idea hat ihr Level erreicht. Ja, Tiss ist einfach uns zu weit voraus. Aber er kriegt ein Drop-Level und wir kriegen kein zweites Drop-Level. Haben ihm aber noch einen Drachensteak rausgeschnitten. Dann können wir uns ja beim nächsten Mal mit dem nächsten Dungeon vertraut machen. Ich werde mich aber gleich mal hier raus verziehen, weil das muss so sein. Also dann, ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Bis dahin, auf Wiedersehen.